Sprechen wir direkt weiter über den Verein und das Thema Suizidprävention. Mhm. Was denkst du denn, was ist denn am wichtigsten beim Thema Suizidprävention? Reden. Ich glaube, reden ist einfach das Essentielle. Reden und nicht totschweigen. Weil Dinge, über die du nicht redest und die du versuchst auszublenden, die können ziemlich groß und mächtig werden. Und Kommunikation ist schon mal der Schlüssel zu ganz, ganz vielem. Was glaubst du denn, könnte seitens der Gesellschaft erstmal getan werden, um Suizide zu verhindern? Ich finde ganz ehrlich, dass sich am Gesundheitssystem einiges ändern muss. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen viel zu früh aus der stationären Therapie entlassen werden, weil die Kasse auf einmal nach 6 Wochen nicht mehr zahlt und das Programm einfach nur 6 Wochen ist. Und egal, obwohl man weiß, dass derjenige noch immer in einem tiefen Loch ist, wenn man ihn jetzt nach Hause in ein altes Leben entlässt, eigentlich die letzten 6 Wochen für die Katz waren. Solche Sachen habe ich erlebt in meinem Umfeld und da muss sich einiges ändern. Also einfach wirklich die Angebote, die es gibt und die Präventionsarbeit und dann aber auch die Therapie selbst und die Nachsorge und das ist alles, ja, weiß ich auch nicht. Das ist einfach viel zu kurz auch einfach oft. Und man muss so unfassbar lang oft auf Plätze warten. Es gibt viel zu wenig Therapieplätze für Menschen, die wirklich akut Hilfe brauchen, weil sie akut gefährdet sind. Und ja, und dann lässt man sie oft viel zu früh gehen, weil einfach, naja, die Kasse zahlt halt nur die paar Wochen, ohne zu gucken, wo ist der Mensch eigentlich gerade in seinem Leben. Und ich finde, das ist echt was, wo ich aus eigener Erfahrung sagen kann, einfach, da muss sich viel ändern, weil das ist auch brandgefährlich. Jetzt haben wir das, was die Gesellschaft tun kann, wir haben über das Gesundheitssystem gesprochen, was kann denn die Politik machen, damit sich da was ändert? Die Politik? Puh. Ich weiß eigentlich, ich denke meistens bei dem Thema gar nicht so groß, weißt du, ich denke meistens immer so im kleinen, privaten, persönlichen Rahmen und das, was praktisch deine Möglichkeiten in deinem Kosmos so sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir über die große politische Lage zu dem Thema noch nie so wirklich Gedanken gemacht, weil ich immer so im Alltag so mit so vielen kleinen Sachen zu kämpfen hatte und immer schon dachte, der Kampf ist schon so riesig. Ich weiß gar nicht, kann man an der Gesetzeslage was ändern? Ich meine, auch die Politik mischt natürlich im Gesundheitswesen mit, ne? Und kann dann natürlich ganz andere Sachen erlassen und kann andere Gesetze erlassen und kann andere Voraussetzungen vor allen Dingen schaffen für gute gesundheitliche Versorgung. Aber ja, was würde in deiner Seite, was würdest du denn sagen, was die Politik ändern muss? Ja, du hast natürlich schon recht, es ist schwierig, so groß zu denken, aber was ich mir halt wünschen würde, ist, zum Beispiel, wir haben Riesenprobleme, erstmal eine Öffentlichkeit zu bekommen für die Arbeit des Vereins. Ne? Wenn es darum geht, dass mal eine eh schon finanzierte Anzeige in einer großen Zeitung erscheinen soll, dann ist es immer zu heikel, das Thema. Und man merkt ja auch, wie Medien generell unfassbare Berührungsängste haben. Überhaupt über das Thema Suizid zu berichten, ist für die alle immer so ein totales No-Go. Und ich weiß nicht, vielleicht denke ich da ein bisschen so großspurig, aber es gibt ja zum Beispiel, wenn wir jetzt über Politik reden, haben Sender, Medien die Verpflichtung, Wahlwerbespots auszustrahlen. Stimmt. Und wenn man das irgendwie gesetzlich verankern könnte, dass es nicht nur zum Thema Suizid, sondern zu allgemein solche Themen einfach, die wichtig sind. Genau, es gibt ja auch so hier Kampagnen in Bezug auf den Straßenverkehr. Das ist ja eine Autobahn, die Schilder. Es gibt Kampagnen zum Thema AIDS, HIV. Und wenn die Politik entsprechend eine Grundlage schaffen würde, um auch das Thema Suizid eine ähnliche Plattform zu verschaffen, das würde ich mir vielleicht wünschen. Stimme ich dir total zu. Ich dachte ehrlich gesagt, dass das so wäre, dass das schon gleichgestellt wäre mit den Kampagnen zu HIV, zu Darmkrebs. Gibt es ja auch eine große Darmkrebsvorsorge. Da wird also noch ein Unterschied gemacht von Politikseite. Ja, nee, das darf nicht so sein. Ja, Suizid ist halt so. Ja, es macht auch Angst. Ich meine, das Thema ist auch einfach so riesig, es macht auch einfach unfassbar viel Angst. Also jeder, der mit dem Thema in seinem Umfeld schon zu tun hatte, das ist einfach ja auch ein ganz krasses Thema. Und ich glaube,
man ist so wahnsinnig hilflos von außen diesem Thema gegenüber, weil man auch gar nicht weiß, soll ich jetzt sauer auf diesen Person sein? Oder ist es, hat er das einfach gemacht, weil er keinen Bock mehr hatte oder weil er krank war? Oder es gibt ja auch beim Suizid noch Unterschiede. Es gibt ja die Menschen, die für sich selbst entscheiden, sie möchten gehen. Und dann gibt es ja auch noch Suizide. Flugzeugabsturz, das ist wirklich ein sehr aktuelles Thema, die andere Menschen mit in den Tod nehmen. Und das ist ja dann auch nochmal ein ganz anderes Thema. Aber das ist ja alles, das sind alles Arten von Suiziden. Und ich glaube, dieses Thema macht, ich glaube, Tod allgemein ist ja was, was unfassbar mit Angst verbunden ist, über Tod zu reden. Ich meine, wie viele Gespräche gibt es über Tod, wie stellen wir uns das vor, wenn wir sterben, gibt es etwas danach, wie möchten wir sterben, wie möchten wir beerdigt sein. Ich habe echt auch wenig Freunde, mit denen ich darüber reden kann, aber ich finde es total wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich finde es manchmal ganz spannend, auch mit Menschen darüber zu reden, wenn solche Gespräche entstehen. Was gibt es denn da für Vorstellungen? Was hast denn du für eine Vorstellung von Tod? Oder glaubst du, danach ist noch was? Weil ich glaube, jeder von uns, also das muss ja nicht nur Suizid sein, hat Menschen schon verloren oder war vielleicht selbst schon sehr krank oder hat sich mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Und ich finde, überhaupt das Thema Tod ist wahnsinnig tabuisiert in unserer Gesellschaft. Ja, das und da müsste man schon mal anfangen. Ja, ist ja auch entsprechend verankert. Also wenn man sich dann zum Beispiel andere Kulturen anguckt, in Mexiko, was das immer für eine Riesenparty ist, wenn jemand stirbt. Da sind wir hier noch ein paar Meter von entfernt. Das stimmt. Aber ich war, letztens habe ich eine Trauerfeier mitbekommen, da wurden hinterher laut Musik angemacht und es wurden tausende Luftballons in die Luft geschickt, weil diese Person das Leben gefeiert hat und man hat beschlossen, man feiert den Weggang dieser Person genauso, wie er es gefeiert und gewollt hätte. Und das fand ich einen guten Ansatz, weil wenige trauen sich das. Und die haben einfach mal genau das gemacht, was sie dachten, was derjenige sich gewünscht hätte. Das würde ich mir öfter wünschen, gerne, dass man einfach auch sagt, okay, weil es kann auch eine Erlösung sein, der Tod. Und auch ein Suizid am Ende einer langen, 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 langen Depression für uns Außenstehende ist das Wahnsinn, nicht furchtbar und man versteht es nicht und man kann es nicht nachvollziehen, aber für die Person oft selbst, und das musste ich auch lernen, kann das auch eine Erlösung sein von einem unfassbar langen Leidensweg, weil diese Person war wirklich des Lebens müde und manchmal ist dieses Leben am Ende auch wirklich gar kein Leben mehr, weil diese Krankheit einen so gefangen hat und wirklich man nicht mehr guckt außer hier. Und dann ist der innere Blick nochmal ein anderer, als den wir von außen haben. Und auch das gehört dazu, sich mit Suizid auseinanderzusetzen. Das hilft vielleicht auch beim Verstehen. Und mir hat es geholfen, diese Vorstellung, dass ich mir irgendwann gedacht habe, ja, für diese Person war es wahrscheinlich das Ende eines unfassbar langen Leidenswegs. Jetzt müssen wir Außenstehenden das nur noch akzeptieren. Mhm. Ja, genau so ist es. Ist schwer. Aber drüber reden hilft, definitiv. Ja.